Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 31 und mein Thema heute ist, was ich eigentlich in der Sommerpause gemacht habe. Ja, ich habe ja selber gesagt, ich brauche so eine kleine Kreativpause und die hatte ich auch gehabt. Ja, im weitesten Sinne, wenn man sich das mal überlegt, was alles passiert ist. Also in der Pause gab es die Let's Plays und es gab ja dann die Bundesliga Highlights noch und ja, das mehr gab es nicht von mir online technisch, wobei ich wirklich sagen muss, dass die Highlights am meisten Arbeit gemacht haben, also in dieser Kreativpause, da wirklich es so viel gab, was eigentlich nochmal so erwähnt werden sollte. Und ja, deswegen sind es am Abschluss zwei Videos geworden, wobei das eine Video Überlänge hat, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, es noch weiter einzukürzen und das andere halt schon fertig war. Ja, deswegen gibt es dann zwei Teile und die zwei Teile könnt ihr jetzt da oben anklicken. Also ich hoffe, das funktioniert. Ja, jetzt sind sie auch schon wieder weg. Und ja, so war das halt. Und was dann noch passiert ist, weil zum Beispiel, ich habe ja die Let's Plays angefangen, Mario Kart und Smash Bros. Brawl, wobei bei Brawl ich das ja schon eigentlich vor der Kreativpause fertig hatte. Bei Kart hingegen, ja, wollte das mal zeigen. Ich habe mit diesem Lenkrad hier spiele ich. Und ja, hier unten bei Part 12 ist eine kleine Risse drin jetzt. Also da ganz klein. Ist halt so. Sonst, ja, ich habe das. Ne, doch, da auch noch. Ich habe das ein bisschen überdramatisiert, dass das Lenkrad kaputt ist. Und unten in der Videobeschreibung mache ich mal den Link des 12. Parts nochmal hin. Wobei ich mich echt gewundert habe, warum es auf einmal so viele Aufrufe für dieses eine Video hat. Das ist halt dann halt so, ne? Das ist so. Und ja, was dann noch passiert ist, ja, in meinem Leben ist einiges passiert. Ich hatte dann doch eine neue Freundin und so. Die habe ich aber jetzt auch nicht mehr. Es passte halt nicht so ganz so. Und ja, mittlerweile habe ich die alte wieder. Also eigentlich so, wenn man sich das jetzt so ganz dumm vorstellt, vor Ende der Vlogs, also sozusagen der Anfang der Sommerpause, habe ich die Freundin verlassen und eine andere gehabt und die habe ich dann auch verlassen und dann habe ich jetzt wieder die alte. Für einige mögt das jetzt heißen, nein, nicht wirklich, also ich glaube, ich möchte da doch nicht drüber sprechen. Nichts besser. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr viel Zeit mit meiner Ex-Freundin verbracht. So in den Sommermonaten. Wobei, ja, schon kurz vorm wirklichen Urlaub, also wo ich wirklich nicht erreichbar war. Also selbst wo es nicht die Mario Kart Parts gab. Da war ich Shelton, so sagen wir das mal mit schlechter Sprache. Nein, da war ich selten. Wir waren Rosenfeld, das ist an der Ostsee. Nettes Fleckchen auf jeden Fall, aber irgendwie, ich konnte mich mit diesen komischen Nachbarn nicht anfreunden. Also ich fand die echt grausam. Welche Mähdrescher beim Essen. Wegsäufer und also die sehen sich das so Video sowieso nicht an, aber ich kann die echt nicht leiden. Ich konnte die nicht leiden, ich weiß ich auch nicht. Naja, und dann halt die zweite Woche, wo ich nicht da war, war ich dann in Dänemark. Dort habe ich auch ein Video gemacht, den Vlog 33. Falls jetzt einige denken, dann später, der hat doch jetzt nur das Video, was er jetzt hochgeladen hat, das hat er dann jetzt gemacht.
Nein, also ich habe beide Versionen gemacht, falls ihr nämlich die Abstimmung oben. Ja oder nein gesagt habt, dass es gibt beide Versionen. Wobei ich besser finde die Ja-Version, also sie ist besser halt. Ist halt so. Und ja, das habe ich groß gemacht. Was ihr gemacht habt, könnt ihr unten hinschreiben, also in den Sommermonaten. Nämlich jetzt geht es ja jetzt wieder los mit allem drum und dran. Wir sind im August. Einige haben jetzt noch Sommerferien. Ich zum Beispiel nicht. Ich muss jetzt arbeiten. Ich bin fertig mit der Schule, habe jetzt eine Ausbildung, fange diese auch an. Und ja, ich entgegne mal der ganz freudig. Und ja, ich habe glaube ich nichts mehr vergessen, was ich so gemacht habe. Beziehung habe ich erzählt und ich habe das erzählt. Let's Plays habe ich erzählt. Mit der Bundesliga, dass ich wieder angefangen habe. Wisst ihr ja. Mit der Abstimmung habe ich auch erzählt. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Also, ja. Dann sehen wir uns halt zum nächsten Vlog wieder. Nämlich Vlog 32. Also, bis dann. Ciao.